Liebe Katharina, lieber Markus, wir haben uns heute in dieser Kirche versammelt, weil ihr euch beide vor Gott, vor euren Familien und vor euren Freunden das Ja-Wort geben. Euch nicht verstecken, ihr wollt euch nicht zurückziehen, nein, ihr wollt gemeinsam diesen Weg gehen. Gemeinsam mit euren Familien, gemeinsam mit euren Freunden. Ihr zeigt, dass das, was euch beide verbindet, eine Bedeutung hat. Nicht nur für euch selbst, sondern für alle, die euch wichtig sind, ja, für die ganze Gesellschaft. Katharina, vor Gottes Angesicht nehme ich dich als meine Frau. Ich verspreche dir die Treue in guten und in bösen Tagen, in Gesundheit und Krankheit, bis das der Tod uns scheidet. Ich will dich lieben, achten und ehren alle Tage meines Lebens. Trage diesen Ring als Zeichen unserer Liebe und Treue im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Was Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht mehr. Alles Gute für eure gemeinsame Zukunft. Und jetzt wünsche ich allen eine schöne Hochzeitsfeier und muss zu meinem Tisch gehen und erhebe mein Glas und sage nur noch Prost.